handeln. Was ist das Schöne an den Märkten, wenn wir Übertreibungen sehen? Der Markt läuft einfach massiv stark in eine Richtung hinein. Und irgendwann kommt es dann zu einer Gegenbewegung, die wir gerade im kurzfristigen Bereich häufig sehr, sehr gut dazu benutzen können, um Positionen als Gegenreaktion auf so eine Übertreibung auch auflösen können. Das heißt, wir können aus diesen Übertreibungen uns einen Vorteil aus den Märkten holen, weil heutzutage gibt es ja an den Märkten nicht wirklich Dinge, die keiner weiß. Das heißt, die Märkte sind ja sehr, sehr, sehr offen und es ist in der Regel viel, viel oder fast alles immer auch eingepreist. Das heißt, wir haben hier einen sehr effizienten Markt. Aber diese Übertreibungen, die können uns Vorteile im Markt herausbringen, weil sie ein sogenanntes Ungleichgewicht in den Markt bringen. Und wenn wir davon ausgehen, dass Märkte immer im Gleichgewicht sind, baut sich so ein Ungleichgewicht natürlich irgendwann wieder ab. Und hier möchte ich mal mit Ihnen in diesem Webinar über die Situationen sprechen, die wir im Chart filtern können, die wir sehen können und wie wir das Ganze entsprechend umsetzen und wie Sie das Ganze in Ihrem Portfolio zu Ihrem Vorteil handeln können. Wie immer auch hier der Risikohinweis: Der Handel auf Devisen mit CFDs beziehungsweise der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das ist wichtig, weil all die Dinge, die wir hier miteinander besprechen, die können Sie natürlich auch in Ihrem Portfolio umsetzen. Und aus diesem Grund, bitte nehmen Sie diesen Hinweis zur Kenntnis. Was ist jetzt auf der Agenda? Wir schauen auf den Markt, auf Übertreibungen. Also wir schauen mal, wie wir Übertreibungssituationen nutzen können und dann, wie wir panische Ausverkäufe nutzen können. Panische Ausverkäufe ist das, was wir beispielsweise in italienischen Kursindex gesehen haben im Markt. Das sind Dinge, die übertreiben die Märkte, machen panische Ausverkäufe. Es läuft alles massiv durch einen Order-Überflow in eine Richtung. Das sind Dinge, die wir immer wieder sehen und zu unserem Vorteil nutzen können. Und dann, wenn wir diese Situationen identifiziert haben, kommt es natürlich auch darauf an, wo legen wir denn Absicherungen in den Markt und wo legen wir unsere Kursziele entsprechend hin. All das jetzt hier in den nächsten Minuten für dieses Webinar auf den Punkt gebracht. Wir starten jetzt einmal mit Übertreibungen. Was sind Übertreibungen? Übertreibungen sind Situationen, in denen eine Bewegung in einem Trend deutlich überzogen wird. Das heißt, wir haben sozusagen einen vorlaufenden Trend in einem Markt, das heißt einen Aufwärtstrend oder einen Abwärtstrend. Ich skizziere Ihnen, bevor wir in einen echten Markt reingehen, ich skizziere Ihnen das mal ganz kurz, was ich damit entsprechend auch meine. Ich hole mal ein kleines Zeichenprogramm auf den Bildschirm. Das heißt, hier diese Übertreibungssituation, die sieht dann entsprechend so aus, dass wir beispielsweise einen Markt haben, hier einen abwärtslaufenden Markt, der immer so gewesen ist, und dann plötzlich eine sehr, sehr, sehr starke Bewegung in den Märkten gehabt haben. Und nach solchen Situationen kommt es halt irgendwann dazu, dass wir einen Punkt erreichen, wo der Markt einfach nicht weiter fallen will, und wir dann eine sozusagen eine Gegenreaktion bekommen, die wir dann auch traden können. Wohlwissend, es ist ein Gegentrend-Trade, ja, aber nichtsdestotrotz baut sich durch diese Überdehnung nach unten, durch diese übertriebene Bewegung, häufig ein so starker Überverkauf aus, dass der sich abbaut. Sie können sich das wirklich vorstellen wie ein Gummiband, was Sie auseinanderziehen, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und dann, wenn Sie es loslassen, schießt der Gummi halt zurück. Und das sind diese Momentum-Situationen, die sich durch diese Übertreibungen aufbauen und die wir kurzfristige Trader auch sehr, sehr gut dazu nutzen können, entsprechend, wenn wir die Chartanalyse für die Vorbereitung machen, diese Situationen zu identifizieren und dann einfach auf die beginnende Umkehr entsprechend auch warten und wenn wir die Chance dann im Markt sehen, das Ganze dann entsprechend auch zu traden. Das heißt, hier können wir das Ganze zum einen visuell einfach prüfen, wie der Kurs- und Trendverlauf war, aber man kann das beispielsweise auch machen, indem wir Bollinger Bänder nutzen. Das sieht dann so aus, dass die Bollinger Bänder übertrieben werden. Das würde ich ganz gerne einfach mal hier im Chart auch zeigen, dass wir hier in einen solchen Bereich, ich nehme mir hier jetzt mal den italienischen Aktienindex einfach mit rein,
dass wir hier eine Überdehnung der Bollinger Bänder sozusagen sehen. Das ist ja ein Index, den können wir auch auf die Situationen, auf viele Situationen gleichlaufen. Das heißt, es kommt natürlich dann hin und wieder auch dazu, dass der Markt beispielsweise aus den Bollinger Bändern rausgefallen ist, aber gleichzeitig entsprechend auch so eine massive Kursüberdehnung hat. Das sind Dinge, die doppeln sich dann teilweise auch. Interessant bei den Bollinger Bändern ist es halt, wenn wir auch vorhergehend einen Abwärtstrend beispielsweise haben, wo wir rausgelaufen sind. Das heißt, wenn wir uns jetzt diesen Chart einmal anschauen, dann legen wir einfach den Indikator der Bollinger Bänder hier mit rein und werden dann sozusagen sehen, wie sich das Ganze entsprechend auch verhält. Das heißt, wir gehen einfach hier mal auf die Indikatoren drauf und dann suchen wir uns hier bei den Tendenzen die Bollinger Bänder raus. Hier lassen wir die einfach wirklich mal in ihrem ganz normalen Ausmaß, wie wir sie drin haben, also mit den Standardeinstellungen, und dann sehen Sie hier entsprechend die Situation, wie wir sie hier unten haben. Da ist der Markt aus den Bollinger Bandern auch rausgefallen, das heißt, das ist auch eine massive Überdehnung gewesen, und dann gab es halt diese Gegenreaktion in den Märkten. Und wie wir das Ganze hier sehen, wann der Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen ist, ist beispielsweise auch die Situation, dass wir eine solche Übertreibung haben, dass der Markt aus den Bollinger Bändern rausgefallen ist und wir dann Umkehrpunkte beispielsweise an Unterstützung oder Widerständen auch finden können, oder wir bekommen Kerzenformationen wie ein Doji, ein Gravestone oder eine Umkehrkerze, und diese Dinge sehen wir dann entsprechend in den Charts. Das heißt, das sieht dann im Endeffekt so aus, dass wir hier, wie wir es hier beispielsweise haben, wir haben einen Markt, der ist hier trendig nach unten gelaufen, sehen Sie ja. Und dann ist der durch diese Übertreibung dieser Tage, ist er aus diesen Bollinger Bändern herausgefallen und hat hier unten in diesem Bereich sozusagen diese Umkehrkerze, diese Hammerkerze gemacht. Kann auch ein Doji sein, kann eine klassische Umkehrkerze sein. Hauptsache, wir haben sozusagen das Verlassen dieses Bollinger Bands. Wir haben eine Situation, dass der Markt unten auch außerhalb dieser Bollinger Bänder schließt, aber im Tagesverlauf schon zurückgekommen ist, dass wir sehen, das war eine Übertreibung. Dieses Zurückkommen zeigt uns diese Übertreibung. Und gerade in Abwärtsphasen funktioniert dieses Signal relativ häufig, dass diese Überdehnung nach unten einfach eine Gegenreaktion auslöst. Von der oberen Seite habe ich persönlich noch nicht ganz so gute Erfahrungen damit gemacht. Aus welchen Gründen auch immer, das habe ich nie analysiert, aber das lag wahrscheinlich daran, dass wirklich auch die Märkte eher gerne nach oben tendieren als nach unten tendieren, und wenn sie untertreiben, lieber mal von unten nach oben laufen, als die Übertreibung von oben nach unten abzubauen. Aber das ist meine eigene Erfahrung. Da können Sie hier natürlich ganz andere Erfahrungen in diesem Bereich machen, aber es ist immer wieder nützlich, sowas entsprechend auch zu sehen. Und hier haben wir mal ein Bild, wie schon gesagt, wir haben diese Bänder, oberes, mittleres und unteres Band, und der Markt schießt halt dann entsprechend hier drüber und läuft dann entsprechend nach oben, wie schon gesagt, wenn wir das Ganze hier sehen. Und dieses Traden, ich habe es hier unten auch reingeschrieben, diese Umkehr, die können wir sagen, entweder wir packen einfach den Entry-Stop oder die Positionseröffnung beispielsweise auf das Hoch der Umkehrkerze oder der Doji oder Gravestone-Candle oder der Hammerkerze, je nachdem, was es ist, wenn wir long gehen wollen, und dann entsprechend die untergeordnete Zeiteinheiten zur Bestätigung nutzen. Das heißt, dass wir dann in den Chart hineinschauen, beispielsweise hier im italienischen Kursindex, und wir nehmen uns mal die Situation hier unten an oder der Situation hier unten an und sagen, jetzt sind wir hier unten drunter gelaufen. Was ist denn jetzt unten in den kleinen Zeiteinheiten passiert? Und dann sehen wir hier natürlich in diesem Bereich, was da unten passiert ist. Der Markt ist da unten drunter rausgelaufen und hat dann plötzlich angefangen, hier einen Aufwärtstrend zu machen. Und das ist die interessante Situation, wo wir merken, jetzt will der Markt hoch. Wir haben dann einen Trend, der nach oben läuft, und das können wir dann natürlich sehr, sehr schön nehmen als Bestätigung, dass der Markt wirklich auch nach oben will. Also hier ist es gut, die untergeordneten Zeiteinheiten einfach mal zu betrachten, um zu schauen, wann setzt die Gegenbewegung ein. Und wenn die kleinen Zeiteinheiten anfangen zu trenden, ist das häufig die Situation, wo wir relativ zeitnah auf ein solches Umkehrsignal entsprechend reagieren können und direkt in die Märkte reingehen können. Also das einmal zu dieser Situation, wenn wir wirklich doch deutliche Übertreibungen im Markt auch haben. Die zweite Situation, die wir hier entsprechend spiegeln können, wären dann diese panischen Ausverkäufe. Da kann ich auch, um das zu zeigen, sehr gerne gleich mal wieder diesen entsprechenden Chart vom italienischen Index nehmen. Ich muss noch mal ganz kurz einen Schluck Wasser tanken.
weil wir haben hier initiiert durch diese starke Bewegung nach unten natürlich einen panischen Ausverkauf gesehen. Ne? Wenn Sie sich diesen Index hier mal anschauen, der Markt ist hier, wir sehen das im Tageschart, der ist einfach nach unten gefallen, wie ein Stein, wie ein heißer Stein, den keiner halten möchte. Die Märkte haben einfach nach unten gebrüllt. Wir hatten einen gigantischen Überhang von Verkauforders, die dann hier dafür gesorgt haben, dass keine Käufer reinkommen und den Markt natürlich nach unten geprügelt haben, ohne Ende. Und irgendwann kommt es dann zu dieser Situation, dass diese Orders alle weg sind. Das heißt, irgendwann ist keiner mehr da, der sozusagen verkaufen möchte. Das heißt, wir haben hier einen massiven Orderüberhang, teilweise auch ohne einen übergeordneten Trend, also einfach Bewegung, die durch beispielsweise Nachrichten entstanden sind. Das sehen Sie auch immer wieder, wenn wir Nachrichten bekommen um den Ölpreis, da sehen Sie im Öl plötzlich massive Spikes, gerade auch in den kleineren Zeiteinheiten. Wir sehen das Ganze, wenn Nachrichten der Zentralbanken kommen, da sehen wir auch immer wieder massive Bewegungen, auch gerade in den kleineren Zeiteinheiten, die wir dann sehr gut nutzen können, wenn der erste Schub quasi durch ist, auf die Gegenreaktion vom Markt zu warten und diese Gegenreaktion dann entsprechend zu treten und entweder in den kleinen Dingen, dass der Markt setzt sich nach oben fort und es gibt keine Gegenreaktion. Das wäre dann so, wie wir jetzt hier beispielsweise in dem italienischen Chart den Markt nach unten gehabt haben. Der Markt lief an und dann fällt er wieder nach unten. Das heißt, triggert diese Gegenreaktion gar nicht. Oder es kommt halt genau das. Es war eine Überdehnung in eine Richtung, eine massive Übertreibung. Durch irgendwelche Gründe ist der Markt geschossen. Es wurde diese Orderkaskade einfach ausgelöst. Und dann lief der Markt in diese Richtung hoch und hat eine Gegenreaktion hinzugefügt. Und das hier auf Tagesbasis sind dann sozusagen panische Ausverkäufe, die wir hier haben, und die sorgen dann dafür, dass wir diesen Orderüberhang abarbeiten. Das heißt, das ist einfach eine technische Reaktion an den Märkten. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, an den ebbt dieser Orderüberhang sozusagen ab. Und das können wir auch sehr, sehr schön sehen in den entsprechend untergeordneten Zeiteinheiten, beziehungsweise im Tageschart, den wir betrachten, wenn wir beispielsweise diese Umkehrsituation in den Tagescharts auch suchen, dann haben wir diese massive Abwärtsbewegung auch in den Tagescharts gesehen. Das haben wir auch wieder live hier drinnen. Ich mache hier gerade mal eben noch den entsprechenden Indikator raus. Wir brauchen ja jetzt die Bollinger Bänder hier sozusagen jetzt nicht mehr. Ich versuche das gleich mal hier, damit der Chart wieder sauber ausschaut. Da haben wir hier die Situation wirklich, der Markt lief brutal nach unten. Und das Ganze hier zu sehen in den kleineren Zeiteinheiten. Wenn wir hier beispielsweise mal wieder in die 15 Minuten reinschauen, dann hatten wir hier diesen massiven Rutsch nach unten. Sie sehen es, ich mache gerade mal den Indikator hier auch raus. Wir hatten ja diesen extremen Rutsch nach unten. Sehen Sie diesen Schub? Da sehen wir in den kleineren Zeiteinheiten auch die Trends nach unten. Also für diejenigen, die von Ihnen diese massiven Schübe auch intraday begleiten wollen, Sie sehen es auch immer sehr schön in den kleineren Zeiteinheiten. Es ist einfach herrlich, wie wir die Trendverläufe sehen und dann aus diesen Trends auch immer wieder schöne Formationen heraussuchen können. Und wie schon gesagt, irgendwann ebbt das Ganze ab und dann kommen die Situationen, wie wir sie hier unten gehabt haben. Das heißt, wir hatten hier entsprechend von diesem letzten Hoch, was wir hier hatten, bei knapp 22.000 Punkten, die Situation, dass der Markt nochmal deutlich nach unten gefallen ist. Dann gab es hier eine Gegenbewegung und dann nochmal einen Move nach unten. Der Move hat einen neuen Tiefkurs gemacht. So, und dann kommt die interessante Situation, nämlich die, dass wir eine Bewegung haben, die diesen entsprechenden Markt bricht. Das heißt, die diesen Abwärtsdruck rausnimmt und das ist dann ein erstes Muster, dass wir sehen, oh, jetzt mal genauer hinschauen, weil hier könnte es tatsächlich zu einer Gegenreaktion kommen. Der Markt hat hier mit diesem Schub das Hoch, dieses Trendhoch hier rausgenommen, hat dann nochmal kurz durchgeatmet und das ist das Schöne, wir müssen jetzt nicht gleich lostraden, sondern wir können warten, bis der Markt zu uns kommt. Ja? Also das heißt, ähnlich wie ein Jagdtier auf sein Beutetier entsprechend wartet, bis es an der richtigen Stelle ist. Der sucht ja auch immer die risikoloseste Situation, die Beute zu erlegen, damit die Wahrscheinlichkeit eines Fressens auch wirklich so hoch wie möglich ist.
Und das ist dann der Bereich, wo der Markt hier nach oben läuft und entsprechend hier einen Aufwärtstrend macht. Ne? Sehen Sie hier an dieser Stelle, ist der Aufwärtstrend entstanden. Und das sind dann häufig die besten Situationen, um mit geringem Risiko in den Markt reinzukommen und kurzfristig vom Abbau einer solchen Übertreibung entsprechend auch zu partizipieren. Ne? Also hier ist der Trend gebrochen, das ist die erste Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung ist dann, dass der Markt dynamisch weiter nach oben läuft, also trendförmig im Optimalfall das Ganze auch nach oben schiebt. Und das ist genau das, was wir jetzt hier im Moment auch sehen beim italienischen Markt. Diese Umkehrsituation, diese extremen Übertreibungen, die sind wirklich sehr, sehr schön nutzbar. Und diejenigen von Ihnen, die da nah am Markt sitzen, das heißt das Marktgeschehen auch intraday verfolgen können, die können solche Situationen natürlich immer wieder sehr schön nutzen, um hier in den Markt hineinzugehen, um diese Trades dann entsprechend auch zu eröffnen und mit kleinen Risiken hier doch von einer schönen Gegenbewegung auch hineinzulaufen. Also das mal wirklich in einem echten Chart hier und nicht nur auf einem Blatt Papier entsprechend bemalt. Wie schon gesagt, das Ganze sieht dann so aus, wie wir das hier in diesem Markt gehabt haben, im italienischen Markt. In einem Trend könnten Sie das beispielsweise auch so sehen, dass wir hier durch Panik induziert einen starken Abverkauf hatten, hier mal über 3 Tage und der Markt dann rumdreht. Also so, wie ich das jetzt gemacht habe. Und hier sehen Sie beispielsweise auch schon mal das Thema des Kaufes, das Thema des Stoppnachzuges. Und darauf möchte ich auch gleich mal noch eingehen, wie wir hier entsprechend mit den Themen Absicherung und Zielen arbeiten. Das heißt, wir müssen natürlich oder sollten jeden einzelnen Trade auch absichern. Das ist auch meine herzliche Bitte an Sie. Traden Sie bitte nie ohne eine Positionsabsicherung, weil das Risiko, gerade das Initialrisiko, ist das Einzige, was wir Trader mehr oder weniger kontrollieren können. Alles andere, was passiert, nachdem wir unsere Order in den Markt gelegt haben, können wir einfach nicht beeinflussen. Das heißt, bei dem Thema der Absicherung, da stellen wir uns natürlich hier an dieser Stelle die Frage, an welcher Stelle setzt sich die vorangegangene Bewegung fort. Das heißt, wenn wir uns das jetzt mal hier wieder im Chart vom italienischen Markt anschauen, dann haben wir beispielsweise hier unseren Entry gehabt. Und da können wir uns an dieser Stelle die Frage stellen, an welcher Stelle würde sich jetzt hier dieser Abwärtsdruck nach unten fortsetzen? Das wäre dann allerspätestens hier unten an diesem Bereich. Das heißt, das wäre auch das Tief der entsprechenden Vortageskerze gewesen. Das heißt, hier unten, das ist dieser Bereich, den mache ich auch gleich mal dick und rot für Sie. Das ist der späteste Punkt, wann Sie gar nicht mehr im Markt sein dürfen. Das ist Nummer 1. So, wenn wir jetzt allerdings eine Situation haben, wie wir sie hier haben, dass der Markt hochgelaufen ist, noch keinen Trend hat, und dann hier diesen Trend bricht. Da kann man auch sagen, okay, erstes Signal, dass der Markt doch nicht nach oben steigen will, wäre, wenn wir dieses Tief hier unten brechen. Und damit haben Sie 2 Situationen, wo Sie schon mal sehr schön planen können, an welcher Stelle Ihr Handelssetup absolut hinfällig wird. Das heißt, die Risikoabsicherung, die können wir uns auch sehr, sehr schön aus dem Chart heraussuchen. Wie schon gesagt, im Bereich des Tagescharts haben wir hier natürlich immer das Tief des entsprechenden Marktes. Das heißt, wenn diese Folgekerze noch nicht so weit gelaufen ist, ist das ein sehr, sehr guter und wichtiger Ansatzpunkt. Wenn wir untergeordnet schon einen Trend haben, dann natürlich hier die Situation, dass das Trendtief, das erste Trendtief natürlich hier für die initiale Absicherung entsprechend auch hergenommen werden kann und wir hier doch sehr nah am Markt die Absicherung entsprechend auch fahren können. Und wenn der Markt dann entsprechend nach oben auch angelaufen ist, dann stellt sich hier natürlich die Frage, wie können wir den Stopp denn entsprechend nachziehen? Und da auch hier 2 Ideen, 2 klassische Ideen, die wir machen können. Zum einen, wenn wir einfach sagen, wir handeln das ganze Ding beispielsweise im Tageschart, dann gibt es die Bar-by-Bar-Methode. Das heißt, wir nehmen uns hier den Markt mal her, gehen auf Tagesbasis, haben unseren Entry sozusagen bekommen und dann ziehen wir unsere Stops sozusagen immer wieder auf die Tagestiefs nach. Das heißt, wir nehmen hier dieses Risikofeld und ziehen das halt am Ende vom Handelstag immer entsprechend auf die Tiefs des entsprechenden Tages nach. Heute wäre es dann sozusagen, wenn jetzt dieser Handelstag zu Ende wäre, wäre das dann sozusagen dieser Bereich. Aus aktueller Sicht würde der Markt jetzt natürlich noch hier liegen. Das wäre dann im Tageschart die Bar-by-Bar-Methode, also immer auf die Tagestiefs entsprechend nachziehen und damit in die Gewinnsicherung reingehen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil gerade bei diesem Gegenpositionstrade brauchen wir auch eine schöne Absicherung, weil der Markt im schlimmsten Falle ja
auch relativ schnell wieder gegen uns laufen kann. Deswegen ist das Thema Stoppnachzug auch sehr, sehr wichtig. Eine zweite Methode hier ist beispielsweise der Blick in die untergeordneten Zeiteinheiten, dass wir da sozusagen sagen können, okay, wir nehmen uns vom Trendverlauf her immer die wichtigen Tiefpunkte am Markt, wo wir halt sehen können, okay, jetzt geht der Markt hier rein. Das heißt, wir hätten hier unten die Initialabsicherung beispielsweise gehabt, in diesem Bereich hier unten, den ich vorhin auch angezeigt habe. Na, komm her. Dass wir hier diesen Initialbereich hatten, hier oder hier. Und wenn der Markt jetzt nach oben gelaufen ist, immer dann, wenn wir hier einen neuen Hochschub sehen, das heißt, der Markt über dieses entsprechende Hoch drüber geht, dieses Trend, also Bewegung, Korrektur, so dann haben wir hier sozusagen dieses Level nach oben gegeben, als der Markt hier hochgelaufen ist. Wir haben hier diesen Bereich, den ich nun schon gekennzeichnet habe, das wäre dann der Nachzugsbereich. Wenn der Markt jetzt hier wieder korrigiert, Sie merken das Stück für Stück auch nach oben gehen. Also ähnlich, wie ich das Ganze hier gezeichnet habe. Also immer auf die Tagestiefs der Kerzen bzw. auf die untergeordneten Trendverläufe, wenn Sie in den kleineren Zeiteinheiten traden, das Ganze nachzuziehen, um aus der Initialabsicherung dann irgendwann die Gewinnabsicherung für Sie auch zu machen. Und nachdem wir das Stoppmanagement an dieser Stelle beleuchtet haben, wird es natürlich auch interessant zu sagen, okay, wie weit kann denn die Gegenreaktion jetzt laufen? So, da gibt es auch diverse Ansätze. Zum einen kann man ja sagen, gut, wir nehmen einfach mal den entsprechenden Trend hier im Stundenchart oder wie wir es vorhin hatten, wir sind ja über die entsprechende Geschichte reingelaufen, dass wir den 15-Minuten-Chart genommen haben. Und wir sagen, okay, wir sind jetzt eingestiegen hier im 15-Minuten-Chart und wir lassen den Trade so lange laufen, bis entsprechend dieser Trend, den wir hier sehen, bis der gebrochen wird. Das heißt, wir haben jetzt ja hier den großen Trend hier laufen. Also das ist mal das, was ich Ihnen in den 15 Minuten entsprechend auch einzeichne, ist jetzt weit in seiner Bewegung und wir warten einfach ab, bis entsprechend dieser Trend gebrochen wird und dann gehen wir mit der Position aus dem Markt. Das heißt, das wäre die Variante, zu sagen, wir lassen uns vom Markt im Gewinn ausstocken und bleiben sozusagen so lange, wie dieser Trend läuft, auch im Markt. Die zweite Möglichkeit wäre zu sagen, man legt entsprechend Gewinnmitnahmen auf bestimmte Level auch im Chart. Das heißt, wir schauen in den Chart hinein, gehe ich wieder direkt hier in den Chart vom italienischen Index rein, gehe zum Beispiel hier in den Tageschart und überprüfe mal, wo liegen denn jetzt hier beispielsweise Punkte, die als Gewinnmitnahmen dienen könnten. So, da sieht man jetzt hier beispielsweise im Tageschart aktuell doch noch deutlich weit weg liegen einige Tageshochs. So, diese Tageshochs könnten beispielsweise auch als Anlaufpunkte zählen. Das heißt, wir könnten dann sagen, hier diese Anlaufpunkte, die wir hier haben in diesem Bereich, das wären dann Marken, an denen wir Gewinnmitnahmen machen könnten, wenn der Preis sozusagen hier über diese Level wieder drüber hinausläuft. Also Sie sehen, wir haben auch hier die nächsten Linien, die nächsten Tageshochs dann aneinander liegen. Hier kommt das nächste Tageshoch. Also das kann schon sein, was dann mit Dynamik funktioniert. Das funktioniert natürlich dann am besten, wenn die Tageshochs relativ nah auch am aktuellen Kursbereich liegen. Das heißt, das wäre dann sehr, sehr positiv zu sehen, wenn der Markt diese dann mitnimmt. Es darf halt nicht zu viel Strecke sein, weil der Markt hat natürlich nur eine gewisse, sage ich mal, Zeit am Tag zum Handeln da und während dieser Zeit können natürlich auch immer nur bestimmte Kursweiten entsprechend auch abgearbeitet werden. Das heißt, hier können wir beispielsweise Tageshochpunkte, die relativ nahe liegen, nehmen, um den Markt ein Kursziel zu geben, wo wir Gewinnmitnahmen machen könnten. Das nächste, was wir sagen könnten, ist, wir schauen uns einen Markt an und prüfen, wo liegen denn beispielsweise wichtige Unterstützungs- oder Widerstandslevel, je nachdem, wie sich der Markt gerade befindet, und nutzen diese Unterstützungen oder Widerständen auch, um entweder die Position dort gesamt im Gewinn zu schließen oder an diesen Stellen entsprechend auch Teilgewinnmitnahmen zu machen. Auf die Situation mit den Risiken an den beziehungsweise mit den Potenzialen an Widerständen und Unterstützungen gehe ich ja auch jeden Morgen in meinen Handelsideen ein, wo ich halt diese Marken auch nutze, um Handelsideen entsprechend auch zu finden. Also hier beispielsweise mit Blick auf diesen Index hatten wir hier, schauen Sie hier, das war ja ein Widerstands- bzw. Unterstützungslevel, was wir hier in diesem Bereich hatten. Da ist der Markt ja immer wieder so ein bisschen getänzelt, mal drunter ist er hochgeschoben. Also das sind so sogenannte Unterstützungs- und Widerstandszonen, die wir dann auch als Anlaufpunkte nehmen können. Und wenn wir das hier mal sehen, beispielsweise auch hier in diesem oberen Bereich, im weiteren Chartblick, dann haben wir halt hier um die knapp 22.900 Punkte Marke auch einen Bereich, der
kann als Anlaufpunkt, als Widerstand hier sozusagen auch dienen, wo der Markt reinlaufen kann. Und den können wir einfach aus dem Chart heraussuchen. Und eine dritte Methode, die wir hier anwenden können, ist zu sagen, okay, wir nehmen uns einfach mal so den Bereich zwischen 40% und 60% der entsprechenden Bewegung nach unten. Ja, dazu nutze ich beispielsweise hier ganz gerne diesen Indikator, den ich mir hier angepasst, dieses Fibonacci-Level habe ich mir hier angepasst. Und da sehen Sie, da lege ich mir einfach mal die starke Bewegung rein und dann sage ich, okay, erste Gewinnzielmitnahmen, wenn der Markt halt in diese Richtung stark und dynamisch reinlegt, sind zwischen 40% und 60%. Und das sind dann entsprechende pauschale Dinge, wo wir in dem Markt, wenn wir nichts anderes sehen, einfach pauschal eine Gewinnmitnahme machen können, um dann dort uns ausstoppen zu lassen, das heißt den Markt im Gewinn mitzunehmen und bis dahin Stück für Stück entsprechend den Stopp über die genannten Methoden, Bar-by-Bar-Methode oder durch untergeordnete Trendverläufe, die Gewinne absichern und entweder der Markt wird dann durch die Gewinnabsicherung rausgenommen, unser Trade, oder aber wir werden im Gewinn entsprechend ausgestoppt und unsere Position wird dort geschlossen. Also das mal ein paar Ideen sozusagen, wie Sie direkt im Chart, in der Chartanalyse diese wichtigen Dinge suchen können, wo wir Extrembewegung haben, wo eine mögliche Gegenbewegung ansteht und uns hier Vorteile im Markt agieren lassen können, mit Vorteilen im Markt agieren lassen können. Das zu unserem Thema guter Handel von Übertreibungen. Ich hoffe, ich konnte damit die ein oder andere Anregung auch geben. Wünsche Ihnen an dieser Stelle weiterhin erfolgreiche Trades und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Ihr Mike Seidel.